Willkommen zu einer kleinen Folge Pokémon Go für zwischendurch und zwar ein paar neue Infos. Eigentlich habe ich heute ja die Anfahrt zum GoFest Dortmund hochgeladen und morgen sollte das Video kommen vom GoFest, vom Event, richtig was dort abging, wie es zur Sache ging, alles hin und her. Ich bin wieder zurück, wir sind wieder zurück, wie man sieht, so sieht man also aus, wenn man beim GoFest war. Ihr seht hier Hemd getragen, hier alles knüppelrot, feuerrot, also die Sonne hat reingeknallt wie sonst was. Aber jetzt sind wieder neue Infos bekannt und wir wollen uns mal kurz angucken, was es denn gibt. Denn zwischendurch wurde ja auch das Rüstungs-Mewtwo angekündigt in der Zeit, wo ich nicht da war. Richtig krass, da kommt jetzt wieder einiges auf uns zu. Und das ganz Neue wollen wir euch zuerst mal vorlesen, denn neue Textdateien sind auf dem Server gefunden worden. Diesmal wurden weitere Details zu Team Go Rocket, Invasionen und Krypto-Pokémon hinzugefügt. Eine Zusammenfassung findet ihr hier. Es wird zwei neue Medaillen geben, die Erlösermedaille für Krypto-Pokémon und Held-Medaille. Besiege so und so viel Team Go Rocket Rüpel. Neue Suchfilter wird es auch geben für Krypto und erlöste Pokémon. Die sind noch nicht auf Deutsch bekannt jetzt. Erlöste Pokémon erhalten eine signifikante Menge WP, benötigen weniger zum Power-Up und erlernen die exklusive Ladeattacke Rückkehr. Die Teamleiter begleiten euch durch Invasionen und Erlösungen und geben euch zahlreiche Tipps. Zahlreiche Textbausteine wurden für Team Go Rocket Rüpel hinzugefügt. Sie erscheinen an Pokestops und müssen in einem Trainerkampf bekämpft werden. Solltet ihr siegreich sein, lassen Sie Ihr Krypto-Pokémon zurück, welches ihr erlösen müsst. Verliert ihr den Kampf, stiehlt der Rüpel die Items des Pokestops. Klingt auf jeden Fall schon mal alles sehr interessant und wir sind gespannt, also Krypto-Pokémon, wenn die wirklich dann eingeführt werden, wie das ist, mit dem Kämpfen, zwei neue Medaillen, also richtig gute Sache. Dies sind Schlüssel, die sich aus den Server hinzugefügten Textdateien ziehen lassen. Ach Adi, jetzt schmeißt er nicht schon wieder die Kamera um. Die genauen Spielmechaniken können sich also noch ändern. In der Zwischenzeit empfehlen wir euch den PokeWiki-Artikel zu Krypto-Pokémon in Pokémon Kolosseum und Pokémon XD. XD sieht aber aus wie der Smiley. Alles lustig. Adi, jetzt auf, Junge! Ich klatsch dich um, ey. Stress oder was? Komm her. Nein, alles gut, er lebt noch. So. Das ist auf jeden Fall richtig interessant. Was aber auch natürlich interessant ist und war, muss ich kurz raussuchen. Ach so, natürlich mit dem GoFest wurden auch die globalen Herausforderungen abgeschlossen und ab dem 9.7. 10 Uhr, das ist ja schon morgen, ab morgen gibt es also dann diese ganzen weltweiten Boni, dreifache Menge Fang-EP, einstündige Glückseier, dreifache Schlüpf-EP, zweifache Raid-EP und der Raid-Tag mit Entei, da ist jetzt noch kein Datum bekannt, aber das wird auf jeden Fall wieder richtig krass. Glückseier rein, raiden, richtig abgehen, fangen, da kann man ordentlich wieder leveln. Wer noch nicht Level 40 ist, kann das nutzen, aber ab dem 9.7. morgen 10 Uhr gelten eben diese Boni, die nehmt ihr natürlich mit. Und dann eben noch was zum Rüstungs-Mewtwo. Ab Mittwoch ist das nämlich, glaube ich, da, genau, Groudon verlässt uns dann ab Mittwoch, aber Mittwochabend ist das. Und bei uns wäre das also dann ab Mittwoch 22 Uhr. Da können wir natürlich keine Raids mehr machen. Ihr könnt also ab Donnerstag dann das Rüstungs-Mewtwo bekommen aus den Raids. Das ist jetzt der Nachfolger von Groudon. Und deshalb wird es auch keine legendäre Raid-Stunde am Mittwoch geben, weil durch die Zeitverschiebung ist bei einigen Leuten dann noch Groudon in den Raids, bei anderen eben schon das Rüstungs-Mewtwo und das wäre unfair. Die wird ausgesetzt. Es gibt also nur normal bei den einen Groudon am Mittwoch, die anderen, die haben dann schon Mewtwo. Aber ab Donnerstag auch bei uns Mewtwo, Rüstungs-Mewtwo und da sind wir auch schon gespannt drauf. Und dass das jetzt schon da ist, ist auch eine richtig coole Sache. Wie stark das ist, wie stark das wird und wie schwer es zu besiegen ist, das sehen wir dann. Wir werden am Donnerstag natürlich gleich eine Folge machen. Das erste Rüstungs-Mewtwo im Raid. Mittwoch ist wieder Raid am Mittwoch. Morgen gibt es dann also die Folge zum GoFest, was dort abging. Jetzt hier diese Infofolge, ab morgen die Boni, ab Donnerstag das Rüstungs-Mewtwo und das geht schon wieder Schlag auf Schlag. Ihr seht, es geht immer weiter, da kommt immer zu was anderes und guckt euch das doch an, wie das aussieht. So kann man doch nicht rumlaufen und ihr alles weiß. Adi! Gut, Adi ist weg, wir sind auch raus, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.